Manchmal versteckt sich Angst vor Nähe hinter Verhaltensweisen, die auf den ersten Blick ganz normal erscheinen. Doch wenn du genau hinschaust, offenbaren sich Muster, die tiefere Ängste verraten. Menschen, die Angst vor Intimität haben, verhalten sich oft so, um sich vor Verletzungen zu schützen, auch wenn ihnen das vielleicht gar nicht bewusst ist. Welche Gewohnheiten das sind und warum jemand Schwierigkeiten hat, sich voll und ganz auf eine emotionale oder körperliche Beziehung einzulassen, das erfährst du in unserem heutigen Video. Wenn du noch nicht Teil unserer Gemeinschaft bist, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Sie meiden tiefe Gespräche. Menschen, die Angst vor Intimität haben, neigen dazu, Gespräche oberflächlich zu halten. Sie sprechen gerne über alltägliche Dinge oder lenken die Unterhaltung auf Themen, die nicht zu viel von ihrer eigenen Gefühlswelt preisgeben. Sobald ein Gespräch emotional wird, ziehen sie sich entweder zurück oder ändern das Thema. Es fällt ihnen schwer, sich auf tiefgründige Gespräche einzulassen, weil sie sich dabei verletzlich fühlen könnten. Nummer 2. Sie haben Angst vor Bindung. Egal wie sehr sie es wollen oder wie gut eine Beziehung läuft, das Thema langfristige Beziehungen kann sie in Panik versetzen. Oft zögern sie, sich festzubinden, indem sie beim Thema Zusammenziehen oder das Planen einer gemeinsamen Zukunft Ausreden finden, um Gespräche über die nächste Stufe der Beziehung zu vermeiden, aus Angst, dass sie zu viel von sich selbst aufgeben müssen. Nummer 3. Körperliche Nähe wird vermieden. Ein weiteres klares Zeichen für die Angst vor Intimität ist das Meiden von körperlicher Nähe. Dies kann sich in verschiedenen Formen zeigen, von der Vermeidung von Umarmungen bis hin zu Schwierigkeiten, eine sexuelle Beziehung einzugehen oder aufrechtzuerhalten. Auch wenn es keine körperliche Abneigung gibt, fühlen sie sich unwohl, wenn es darum geht, sich vollständig hinzugeben, weil das ein Gefühl von Verlust der Kontrolle auslösen kann. Nummer 4. Sie setzen Mauern und Grenzen. Menschen mit Angst vor Intimität neigen dazu, emotionale Mauern zu errichten. Sie schaffen bewusst oder unbewusst Distanz, indem sie Grenzen setzen und verhindern, dass andere ihnen zu nahe kommen. Diese Mauern können sowohl physisch als auch emotional sein. Sie könnten beispielsweise darauf bestehen, Zeit für sich allein zu brauchen, sich nicht in deine Probleme einmischen oder private Details ihres Lebens nicht teilen zu wollen. Nummer 5. Sie fokussieren sich auf ihre Arbeit und Hobbys. Jemand, der Angst vor Nähe hat, investiert oft mehr Zeit in seine Arbeit, Hobbys oder Freundschaften als in die Beziehung. Es ist nicht unbedingt so, dass sie keine Zeit mit dir verbringen wollen, aber sie benutzen ihre Beschäftigung als Ausrede, um sich nicht voll auf die Beziehung einzulassen. Diese Menschen könnten sich in beruflichen Projekten verlieren oder ständige Ablenkungen suchen, um emotionale Gespräche oder tiefere Bindungen zu vermeiden. Nummer 6. Sie reagieren überempfindlich auf Kritik. Kritik kann für Menschen mit Angst vor Intimität besonders schmerzhaft sein. Selbst die kleinste Andeutung, dass etwas nicht stimmt, kann sie in eine Abwehrhaltung treiben. Sie können sich stark zurückziehen oder anfangen, die Beziehung in Frage zu stellen, weil sie Kritik als Bedrohung für ihr Selbstwertgefühl empfinden. Die Angst, nicht gut genug zu sein, verstärkt ihre Distanz zu anderen. Nummer 7. Sie fliehen in eine perfekte Welt. Um ihre Angst vor Intimität zu überspielen, erschaffen manche Menschen ein Bild von sich, das sozusagen perfekt erscheint. Sie zeigen sich sehr selbstbewusst, stark und unabhängig, aber in Wirklichkeit verbirgt sich hinter dieser Fassade die Angst, sich jemandem wirklich zu öffnen. Sie wollen nicht, dass andere ihre Schwächen oder Unsicherheiten sehen, weil sie befürchten, dass dies sie verletzlich macht. Nummer 8. Sie führen häufig On-Off-Beziehungen. Ein klassisches Zeichen für die Angst vor Intimität ist das ständige Hin und Her in Beziehungen.
Solche Menschen beenden Beziehungen oft abrupt, nur um dann nach kurzer Zeit wieder Kontakt zu suchen. Dieses Muster ist ein Versuch, Nähe zu vermeiden, ohne den Kontakt vollständig zu verlieren. Es ist ein ständiger Kampf zwischen dem Wunsch nach Liebe und der Angst, verletzt zu werden. Nummer 9. Sie neigen zu übertriebener Unabhängigkeit. Menschen mit Angst vor Intimität betonen oft ihre Unabhängigkeit. Sie wollen sich nicht abhängig fühlen oder den Eindruck erwecken, dass sie jemanden brauchen. Dieses Bedürfnis nach Freiheit und Unabhängigkeit kann so stark sein, dass sie es bewusst oder unbewusst vermeiden, jemanden zu nah an sich heranzulassen. Aussagen wie "Ich brauche niemanden" oder "Ich komme gut allein zurecht" werden sie in ihrem täglichen Sprachgebrauch sehr viel häufiger verwenden. Nummer 10. Sie geben schnell auf, wenn es schwierig wird. Sobald Konflikte oder Probleme in der Beziehung auftauchen, sind sie die Ersten, die das Weite suchen. Sie meiden Auseinandersetzungen und haben Schwierigkeiten, an einer Beziehung zu arbeiten, wenn sie herausfordernd wird. Statt Probleme zu lösen, brechen sie den Kontakt lieber ab oder distanzieren sich emotional, weil sie befürchten, verletzt zu werden oder ihre eigenen Unsicherheiten ans Licht könnten. Nummer 11. Sie machen aus jeder Kleinigkeit einen Streit. Ein weiteres Zeichen, dass jemand Angst vor Intimität hat, ist die Neigung, aus kleinen Missverständnissen große Streitereien zu machen. Das passiert oft, um unbewusst Distanz zu schaffen und echte Nähe zu verhindern. Wenn die Beziehung zu vertraut wird oder es droht, emotional enger zu werden, neigen diese Menschen dazu, Konflikte zu provozieren, um einen emotionalen Rückzug zu rechtfertigen. Sie benutzen Streitigkeiten als Mittel, um sich vor der Verletzlichkeit zu schützen, die mit Nähe einhergeht. Unser heutiges Fazit: Angst vor Intimität überwinden, der Weg zu gesunden Beziehungen. Wenn du diese Verhaltensweisen bei dir selbst oder jemandem, der dir nahe steht, erkannt hast, bedeutet das nicht, dass eine Beziehung zum Scheitern verurteilt ist. Die Angst vor Intimität ist oft tief in früheren Erfahrungen und Verletzungen verwurzelt, kann aber mit Zeit, Geduld und offenem Austausch überwunden werden. Es ist wichtig, dass du oder die betroffene Person diese Muster erkennt und daran arbeitet, sich langsam zu öffnen. Kommunikation, Selbstreflexion und wenn nötig professionelle Hilfe können dabei helfen, Nähe zuzulassen und bessere Beziehungen zu schaffen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald!